Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu diesem Video. Diese Woche startet die Diät und deswegen gönne ich mir nochmal einen ordentlichen Cheat Day vorher und wir machen eine 10.000 Kalorien Challenge. Das heißt, ich esse heute 10.000 Kalorien über den Tag verteilt. Viel Spaß dabei. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, heiße ich dich erstmal herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel. Auf diesem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst noch so in meinem Leben passiert. Ich freue mich sehr, wenn du abonnierst und wir sehen uns jede Woche in einem neuen Video. Aber jetzt erstmal geht's ab zur Challenge und wir starten ganz entspannt mit einer Pizza zum Einstieg und wir pimpen diese Pizza noch so ein bisschen, dass wir ungefähr knapp auf 1000 Kalorien kommen. Und zwar machen wir einfach eine ganz normale Tiefkühlpizza und wir pimpen die ein bisschen mit Käse, sowas hier. Zusätzlich packen wir am Ende noch ordentlich Mayo drauf. Jetzt werden vielleicht viele von euch sagen, okay, das ist aber ordentlich ekelhaft. Aber Mayo besteht halt fast nur aus Fett und deswegen haben wir da auch direkt knapp 1000 Kalorien mit der ersten Mahlzeit drin. Außerdem fragt ihr euch vielleicht, okay, wie kriegen wir denn 10.000 Kalorien zusammen? Und das ist eigentlich gar nicht so schwer, weil wir können ja jede Menge einkaufen gehen einfach und alles Mögliche an ungesunden und hochkalorischen Dingen kaufen und die uns dann alle über einen Tag lang reinziehen. So, was wir jetzt noch machen, ist schön unnötig viele Kalorien noch draufpacken, die eigentlich uns nicht wirklich viel bringen, auch nicht viel sättigen. Gut, das hat ein bisschen Eiweiß, aber Hauptsache schön viel Kalorien verballern. So, was wir als nächstes machen, ist einen Masse-Protein-Power-Shake mit richtig viel Kalorien. Dazu nehmen wir erstmal drei Bananen natürlich, Peanut Butter. Ja, das ganze Glas hat schon ordentlich Kalorien, aber wir starten mal so mit, ja, was haben wir hier drin, 350, 100 Gramm oder so, direkt 583 Kalorien. Die drei Bananen kann man mit 110 ungefähr pro Banane rechnen. Proteinpulver hat jetzt leider nicht so viel. Ich habe leider keinen Weight Gainer hier. Aber um das Ganze noch ein bisschen in die Höhe zu treiben, packen wir ein bisschen Olivenöl mit rein. Und so haben wir nochmal mehr richtig fette, ungesunde Kalorien. Aber Kalorien trinken ist halt natürlich viel, viel einfacher, als sie alle zu essen. Und ich habe auf jeden Fall auch schneller wieder Hunger, wenn ich das Ganze dann getrunken habe. Boah, Leute, mir geht's richtig schlecht. So viel gegessen und jetzt habe ich mir gerade hier diese 2 Liter Cola Flasche reingeballert. Boah, mir kommt es echt gleich hoch, die Kohlensäure. War auf jeden Fall eine richtig schlechte Idee. Boah, Scheiße. Puh. Oh, Scheiße, warte mal kurz. Okay, Leute, ja, auf jeden Fall bin ich ein paar Kalorien wieder los, aber wir müssen auf jeden Fall gleich weiter essen, weil die 10.000 sind ja noch nicht voll. Aber was ich jetzt mache, ist auf jeden Fall mich erstmal kurz hinlegen und einen kleinen Film oder so auf Netflix gucken, ein bisschen YouTube, ja. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die meisten afrikanischen Länder kamen bisher glimpflich davon. Doch immer mehr Menschen haben zu wenig zu essen. In beengten Verhältnissen bleibt die Angst vor einem Ausbruch. Derzeit aber sei Hunger das größere Problem. Allein für Westafrika rechnen die UN mit zusätzlich 22 Millionen Hungernden, weil Arbeit fehle, Lieferketten gekappt seien und Preise stiegen. Yo, wie viele vielleicht von euch gemerkt haben, ist so das nicht ganz mein Ernst gewesen mit dieser 10.000 Kalorien Challenge. Und zwar ganz einfach, weil ich es, wie ihr in dem Clip von den Nachrichten, die übrigens von diesem Monat sind, also super aktuell, Menschen auf der Welt hungern und ich es völlig verantwortungslos finde,
so eine Challenge zu machen und einfach möglichst viel zu essen innerhalb von 24 Stunden. Wir hier in Deutschland haben das Glück, dass wir in einem totalen Überfluss leben und nie hungern müssen. Wir können zum Wasserhahn gehen und uns einfach was zu trinken holen. Wir können in den Supermarkt gehen und uns Essen kaufen, so viel wir wollen oder so viel der Geldbeutel hergibt. Wie ihr vielleicht in anderen Videos gesehen habt, bin ich mehr der Verfechter von Minimalismus und auch von einem Konsum ein bisschen Abstand zu nehmen. Wir haben in unserer Gesellschaft eine krasse Konsumgesellschaft. Wir wollen uns oft glücklich stellen, indem wir neue Dinge kaufen, die uns dann wirklich aber nur temporär glücklich machen. Und ich wollte mit diesem Video einfach ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen, weil ich weiß, dass diese 10.000 Kalorien-Challenges bei vielen Kanälen viele Klicks bekommen haben. Und deswegen hoffe ich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid, weil es hier eigentlich jetzt wirklich um das eigentliche Thema geht, und zwar unseren Konsum ein bisschen runterzuschrauben. Ich denke, gerade in dieser Krise, der Corona-Krise, haben wir gelernt, ein bisschen weniger zu brauchen. Wir müssen nicht immer rausgehen und irgendwo essen gehen und irgendwo shoppen gehen und uns Sachen kaufen, die wir überhaupt nicht brauchen. Zum Beispiel ich überlege mir dreimal, ob ich etwas kaufe, und gucke halt, dass ich es wirklich brauche. Das heißt, wenn ich etwas kaufe, überlege ich mir vorher genau, brauche ich das wirklich? Ich lasse mir 3 bis 5 Tage Zeit, und wenn ich das dann immer noch im Kopf habe und sage, okay, es bringt mich in so vielen Lebensbereichen weiter, wenn ich mir das kaufe, dann ist das Ganze in Ordnung für mich. Aber vorher sage ich mir, dass es vollkommen unnötig ist, das Ganze zu kaufen oder anzuschaffen. Genau das Gleiche gilt für Klamotten. Ich habe mir ewig keine Klamotten gekauft, außer ich brauchte sie wirklich für irgendwas. Sagen wir ein Hemd für irgendeinen Anlass, weil ich besitze echt kaum Hemden. Aber als mein Bruder jetzt vor kurzem ausgezogen ist, habe ich seine Klamotten durchgeguckt, die er nicht mehr brauchte, weil er kauft sich echt viele Klamotten und auch oft und auch neue Sachen, und ich halt gar nicht. Und dann habe ich einfach Sachen davon übernommen, also ich von meinem jüngeren Bruder. Normalerweise ist es umgekehrt, aber ich dachte mir, warum soll ich neue Klamotten kaufen, wenn er so viele Sachen hat und davon viele nicht mehr braucht und die noch gut sind. Hier auf YouTube und auch allgemein Influencer verleiten dich oft dazu, Dinge zu kaufen. Es werden Sachen gezeigt, was man alles hat, eine Roomtour, wo gezeigt wird, was man alles hat. Es werden Hauls gezeigt von Fashion-Bloggern, und ihr habt immer das Gefühl, ihr müsstet neue Sachen haben und neue Sachen kaufen, um irgendwie glücklich zu sein, weil diese Leute ein vermeintlich glückliches Leben irgendwie führen. Doch Glück kommt nicht daher. Glück und Zufriedenheit muss von innen kommen, und ihr müsst glücklich sein mit euch als Person. Wenn ihr glücklich seid mit euch als Person, mit euren Umständen im Leben und mit eurem Job und euren Hobbys und euren Freunden, dann geht's euch gut und dann braucht ihr auch nicht viel mehr. Das heißt, versucht ein bisschen Abstand zu nehmen und differenziert und guckt genau, wann kaufe ich mir etwas, um mich irgendwie glücklich zu stellen. Und vielleicht erwischt ihr euch dann mal selber dabei, dass ihr gerade nur eine Sache kauft oder mal wieder auf Amazon scrollt, um euch selber irgendwie glücklich zu machen, um temporär etwas zu kaufen, was euch dann ganz kurz glücklich macht und euch so einen kurzen Kick gibt. Versucht dabei so ein bisschen zu differenzieren, ein Gefühl dafür zu kriegen, wann es wirklich unnötig ist, etwas zu kaufen und wann ihr etwas wirklich braucht. Du musst auch nicht Millionär sein, um reich zu sein. Es gibt Menschen, die brauchen wenig Geld und sind auch reich. Wenn ihr das perfekte Mittelding findet zwischen genug Geld verdienen und wenig brauchen, dann seid ihr ganz, ganz schnell reich und Millionär. Ich persönlich hatte lange das Ziel, wirklich super erfolgreich und Geld und dies und das zu haben. Aber ich habe gemerkt, dass mich ganz andere Dinge glücklich machen mit der Zeit. Und dann habe ich meinen Fokus geändert und ich habe genau das getan. Ich habe gesagt, ich brauche weniger. Ich muss trotzdem gut verdienen. Dementsprechend gut. Und ich treffe mich in der Mitte. Wenn du super viel brauchst und arm bist, funktioniert das nicht. Wenn du reich bist und nichts brauchst, ja, dann hast du halt das Glück, reich zu sein, aber nicht jeder oder nur ein geringer Teil unserer Gesellschaft ist überhaupt so reich. Aber was jeder von uns erreichen kann, ist genau das Mittelding.
Und dahin können wir uns alle bewegen. Und das ist mein Appell an dich. Denk da mal ein bisschen drüber nach. Und ich hoffe, du bist wirklich bis zum Schluss dran geblieben bei diesem Video, weil das war eigentlich echt eine Message, die, glaube ich, wichtig ist für viele da draußen. Und ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Peace.